Moin Moin und willkommen zu World of Tanks. Mit mir dabei auf diesem geräuschvollen Schlachtfeld der Kravum. Guten Tag. Wer hat denn den Artilleriebeschuss geordert? Ich war's nicht. Find ich übrigens cool. Gab's ja, das früher ist geil. Auch nicht. Ich finde das nur komisch, dass das in dem Moment ist, wo man hier selber noch so doof rumsteht. Also hier ist Deckung angesetzt, hast du auf der Map? Ja, hier ist überall Deckung. Also es gibt hier, und hier stelle ich mich mal hin, ich spiele ja Artillerie heute. Rechts von uns führt so eine Straße hoch zum Hügel, da wird immer wild gegeneinander gekämpft und hier steht man sich einfach nur ewig gegenüber. Du musst auch ständig wieder hinters Haus rollen, wenn du irgendwie geschossen hast oder so, damit du wieder getarnt bist. Ich werde hier, glaube ich, genau einen Schuss abgeben können, den ich wahrscheinlich noch in den Rücken meiner Gefährten jage. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich spiele Artillerie, weil ich eine Haubitze drauf habe. Und damit nur auf 2 Meter Entfernung genau treffe. Das hat Ping Ping gemacht, da hinten. Ja, T28 kommt da. Das bedeutet, ich bin gleich weg. Da kommen ein paar mehr. J2, need support. Stehe ich hier im Weg? Sieht so aus, ne? Solange ich nicht mal weiß, wo ungefähr die stehen, schieße ich gar nicht erst. Denk dran, durch die Fenster können die auch auf dich schießen, ne? Also wenn du eins hast, was vollkommen offen ist. Oh, da. Krass. Okay, da kommt ein Stuck 4. Oh, Panzer, die ich noch nie gesehen habe. Stuck 3 kenne ich ja von früher. Mit der 10-5er war er im Stadtkampf richtig. Okay, der Churchill hier, der ist aber mutig. Weil er da vorbeifährt. Mhm. Und dann auch noch stehen bleibt kurz. KV 220 Uhr. Na, mal gucken, was jetzt passiert. Churchill. Okay. Kriegt nichts ins Visier. Der KV 220, der traut sich da auch nicht ganz durch. Puh, da ist einer weggemäht worden von uns. Boah, ich hab aber auch Schiss hier, ne? Boah. Da sind unsere Leute weggehauen worden. Mhm. Sind nur noch wieder? Nee. Nein. Aber wir, oh, guck mal, was das auch schon wieder für eine Runde ist, ne? Ich kann's nochmal sagen. Wir sind nur noch hier. Ich würde ja vorschlagen, Reis auszunehmen. Da hat ein KV-1 erstmal zugelangt. Ja. Da war es nur noch ich. Mhm. Alles andere treibt sich auch irgendwo anders rum. Ich bewege mich gar nicht erst. Doch, du bewegst dich. Jetzt bewege ich mich. Ich fahre dahin, wo ich sterben kann. Oh, Stück 3 Meter weit gekommen, Alter. Ey. Ja. Ist aber auch eine gemeine Runde für uns gewesen. Ja, sind alle viel zu dick. Echt. Guck mal, es sind ja auch nicht nur ein paar Vierer, ne? Es sind, also... Das ist ja fast alles 5er, ne? Mhm. Jo. Krass. Schon heftig. Churchill 3. Ja. Der war fett einen reingekriegt. Der KV, ja. Mhm. Er hat einmal 263 bekommen. Oh, da ist ein T1 Heavy. Im Kampf mit dem Churchill 3. Und den verliert er. Meinst du? Mhm. Oh, weg ist er.
haben wir auch einen Stock 4. Der sieht ganz nett aus, muss ich sagen. Mit diesem Seitenschild. Alter, der trifft auf die Entfernung. Jagdpanzer, vor allem Deutsche, sehr treffgenau. Nur wurde er halt von zu vielen Seiten behakt. Das ist aber ein Ami. Nee, stimmt gar nicht. Das ist ein russischer Panzer, der Churchill heißt? Achso, ich war auf dem Stock 4. Nee, der Churchill ist ein Engländer. Aber der hat einen roten Stern drauf. Möglicherweise, ich weiß es nicht, ob die Russen jetzt auch einen Churchill haben. Ups. Das war laut. Ich habe gerade auf den falschen Knopf gedrückt und habe getappt. Gucken, ob ich das rausschneiden muss oder ob das Dixtery kapiert. Hauptsache Dixtery nimmt jetzt noch auf. So sollte es nicht. Er unterbricht ja gerne, wenn du tappst. Nein. Nein, tut das bei dir nicht? Ja. Ah, unsere Arti also, macht das. Der unterbricht, aber der nimmt ja danach weiter auf. Ah. Nahkampf gegen Stuck. Will den rammen? Okay. So ist das natürlich kacke mit der Panzerung, ne? Mhm. Da. Ja. Ein wenig erfolgreiches Gefecht. Mhm. Wieder weiter traurige Musik. Ja, Gefechtsdauer war 6 Minuten, da hängen wir noch eins dran. Da hängen wir noch eins dran, ja. Würde ich auch sagen. Da hatten wir ja sowas von gar keine Sonne. Aber, ja, ja, mir ist auch warm. Hör auf davon zu reden, dass es warm ist. Mir ist so warm, dass mir dann noch wärmer wird. Ich kaufe mir jetzt einen Motor und baue ihn auch gleich ein. La 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 la. So. Ach, wo gehe ich denn hin, ey? Ach, wo geht der ist aber auch teuer, der neue Panzer, ne? Hier, ich habe gar nicht geguckt, wie viel kostet der denn? 3500. Geht. Also, wie viel hast du? 0 auf dem Panzer und 22 so liegen. Okay. Aber irgendwann kommt meine super Hobitze zum Einsatz und dann wird alles besser werden. Bist du bereit? Immer doch. Immer doch laut. Köster. Neue Map und wir sind wieder die Kleinsten. Das nervt, ne? Ja. Dann müssen wir hoffen, dass wir den M3 Stuart finden. Weil am RMX40 prallt alles ab. Also von uns. Aber man muss erstmal Stufe 4 sein, damit man in so eine Gruppe reinkommt, glaube ich. Also der M3 Lee ist gar nicht so schlecht. Wenn du da das 75mm Rohr hast, dann geht der schon ganz gut. Hat leider keinen drehbaren Turm. Man muss ja immer die Wanne drehen. Aber er ist ganz okay. Also ich war damit früher einigermaßen zufrieden. Er ist nur einfach ultra hässlich. Sind aber einige ultra hässlich. Oh ja. Ich finde die russischen Panzer irgendwie schön. Also was heißt schön? Die sehen halt aus wie Panzer, ne? Sag mal, die Map hatten wir auch noch nicht. Oder doch? Nein, die ist auch neu. Also neu, noch nicht gespielt. Kennen tue ich die auch schon. Aber... Hier wird schon fleißig geschossen. Ja, schießen immer irgendwelche am Start. Und du fährst übrigens in die Feindformation hinein. Da hinten im Dorf ungefähr starten die. So ein paar. Manche auf der anderen Seite. Ey! Da kommt einer über die Brücke. M4. Ein Hetzer! Ein Hetzer! Ach, der ist auf der anderen Seite von den Schienen. Treffer! Ah, lad nach, lad nach! Ah, sonst werden geschossen. Ja, der ist auf der anderen Seite von den Schienen. Hey! Hey! Nein, da schießt jemand! Da schießt jemand! Lass mich!
Ich will leben. Ich bin noch zu jung. So. Oh Mann, ey. Kann ich mich hier vortrauen? Vermutlich nicht. Ich tue es aber trotzdem. Warte, warte, warte. Lass uns da absprechen. Lass uns da absprechen. Ich wollte da hinten nochmal hinschießen. Ich wollte nochmal da hinten hinschießen. Ja. Mit HE-Munition ist das ja so, dass du auch den Panzer nicht genau treffen musst. Es reicht ja, in die Nähe zu treffen, weil da gibt es ja noch so Splash-Damage. Oh, direkt vor uns. Da hinten rollt ein Marder und ein Panzer 4. Oh, ich hätte gerne mal so eine Entfernungsanzeige, ey. Wenn du, ich glaube, da drauf bist, dann zeigt dir die Meter auch an, oder? Hinter uns sind auch noch welche, ne? Ja. Aber wir machen, was ist denn das da hinten für eine? Das ist ein STUG Stuck 4. Ist das Sturmgeschütz 4. Das ist ein Jagdpanzer. Okay, der braucht vor dem wir auf diese Entfernung gar keine Angst haben wahrscheinlich, ne? Das ist derjenige, der auf jeden Fall weit schießen kann. Echt? Ja, Stuck 3 früher, der hatte, hinter uns kommt einer. Okay, der ist unter der Brücke. Welchen meinst du? Ach, den. Panzer 4D. Der Stuck 3 hatte früher ein 75mm Rohr, okay, war das, glaube ich. Bewegen. Hier ist Artillerie. Nee, wir haben keine Artillerie. Aber hier ist was eingeschlagen. Ja, das kann sein, aber es ist keine Artillerie da und flupp, da schlägt der nächste ein. Unter die Brücke? Ah, der ist schon weg. Ja, ich versuche einfach bloß außer Zielreichweite Dingsbums zu kommen. Ich mache jetzt Sturmangriff hier. Der M3 lebt immer noch. Also wir können die Hoffnung haben, irgendwas abzuschießen. Also ihn abzuschießen. Ich habe momentan eigentlich nur die Hoffnung zu überleben. Was hat Pim Pim gemacht? Ja, guck auf die Minimap, dann weißt du wo. Ist alles sehr weit weg. Ich fahr mal zur gegnerischen Basis. Ich sehe den M3 Stuart. Ganz weit weg. Ich bin bei der gegnerischen Basis. Ich beginne zu flaggisieren. Da ging voll durch ihre Panzerung. Wie auch immer das war, Dankeschön. Das war, ich sehe ihn, Trependenda. Heißt der. Und er will bestimmt auch genau so genannt werden. 21 Lebenspunkte habe ich noch. Oh, fast. War doch quasi ein Treffer. Ach, Mensch. Das war's, ne? Ja. Toll, ich habe nichts gemacht. Ich habe mich einmal einmal geschossen. Ist okay, ist in Ordnung. Sowas hat man manchmal. Oh. Überlegenheit dritter Klasse und mal wieder Wirkungsfeuer. Ich weiß gar nicht, was das hier mit dem Auftragsfortschritt auf sich hat. Das kenne ich gar nicht. Naja. Ich will... Beim nächsten Mal mache ich wieder mehr. Das war irgendwie eine Nullrunde. Versprichst du jetzt? Ja. Ich gebe mir auf jeden Fall größte Mühe. Das ist ja schon mal. Wenn es gefallen hat, dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.